Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir eine kleine Meditation zu machen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sitzen auf einem Bankerl auf einem Waldweg und kommen langsam zur Ruhe. Atmen Sie einfach einmal tief ein und aus, ein und aus. Stellen Sie Ihre Beine gut auf den Boden, dass Sie gut geerdet sind, und richten Sie Ihre Wirbelsäule langsam auf. Schieben Sie dazu einfach Ihr Becken ein bisschen nach vor und richten die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel auf. Die Schultern lassen Sie sinken. Den Kopf heben Sie in eine angenehme Position für die Halswirbelsäule. Probieren Sie es einfach ein bisschen aus, in welcher Position es für Sie angenehm ist. Und dann werde ich Ihnen zwei Atemtechniken zeigen, die Ihnen helfen werden, noch mehr zur Ruhe zu kommen. Das erste ist die Yoga-Vollatmung. Und dazu legen Sie einfach eine Hand auf den Bauch, die zweite auf die Brust. Und wir verbinden jetzt die Bauchatmung, die Flankenatmung und die Brustatmung, indem wir zuerst in den Bauch einatmen, die Luft in die Flanken holen, in die Brust holen und wieder ausatmen, zuerst über den Bauch, dann wieder über die Flanken, wieder über die Brust. Das soll eine Welle werden vom Bauch, Flanken, Brust. Und wieder ausatmen, Bauch, Flanken, Brust. Das machen Sie noch zweimal in Ihrem eigenen Tempo. Dann legen Sie die linke Hand auf die Brust, die rechte darüber und atmen noch einmal gleich in diesen Brustraum hinein, um ganz tief zur Ruhe zu kommen. Spüren Sie Ihrer Ruhe nach, wie es Ihnen einfach gut tut. Und in dieser Ruhe können Sie dann die Vorfreude auf Weihnachten genießen. Eine Vorfreude geht jedem großen Fest voraus. Und so heißt auch der dritte Adventssonntag Laudate, freut euch. Und diese Freude im Herzen, der wollen wir heute ein bisschen nachspüren. Lassen wir die Vorfreude in unser Herz einziehen und machen wir dem Herrn die Wege bereit. Johannes zog sich zurück in die Wüste, um sich vorzubereiten für seinen Weg, für seinen Auftrag. Bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste des Lebens. Manchmal gehen wir durch die Wüste der Einsamkeit, durch die Wüste der Leere oder durch die Wüste der Verlassenheit. Durch die Hitze der Aufregungen, durch die Trockenheit der Aussichtslosigkeiten, durch die Stürme der Auseinandersetzungen, das Gestrüpp der Verwirrungen. Aber es heißt, bereitet dem Herrn den Weg, sucht die Verirrten, gebt den Fremden Herberge, ermuntert die Müden, ebnet den Weg des Herrn. Bereiten wir dem Herrn Wege. Manchmal gehen wir Umwege, Auswege, Irrwege, neue Wege. Aber wir wissen, der Herr geht mit uns. Neigt euren Kopf jetzt einmal nach links und schaut euren eigenen Lebensweg an. Welche Schritte seid ihr schon gegangen? Von dort, wo ihr herkommt, von euren Familien,
von euren Aufgaben, von den Menschen, denen ihr begegnet seid, von euren Entscheidungen. Das ist der Lebensweg. Ihr habt zurückgeschaut in die Vergangenheit. Und es ist wichtig, in Frieden mit der Vergangenheit zu leben. Wir können es nicht mehr ändern, aber wir können es segnen. Wir können unseren Weg, der uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt stehen, segnen. Schaut voll guten Willen auf euren eigenen Weg, nickt eurem Weg zu und segnet ihn. Es ist alles gut, es kommt alles zum Frieden. Dann können wir auch in die Zukunft schauen. Wir neigen unseren Kopf auf die rechte Seite und schauen in die Zukunft. Was sich da wohl auftun wird, wir wissen es nicht. Aber wir werden voll Hoffnung, voll Mut, voll Neugierde, voll Freude diesen Weg dann gehen. Aber jetzt entscheidend ist nur der Augenblick. Darum neigen wir unseren Kopf in die Mitte, schauen auf den jetzigen Augenblick, auf die Minuten, wo wir jetzt hier sitzen, auf unser Sein. Seien wir dankbar, dass wir hier auf unserem Lebensweg in Ruhe sitzen können. Und seien wir uns gewiss, dass uns der göttliche Glanz auf diesem Weg begleitet. Und atmen wir jetzt für einige Minuten einfach diesen göttlichen Glanz, der uns auf unserem eigenen Weg begleitet, ein. Sie können die Meditation dann langsam beenden, indem Sie sich noch einmal vor Ihrer Vergangenheit verneigen, noch einmal nach links schauen und sich verneigen. Dann schauen Sie in die Gegenwart, bedanken sich für den jetzigen Augenblick. Und drehen sich noch einmal zur Zukunft, wo Sie nicht wissen, wo sie sich hinbewegen wird. Aber egal, was sie bringen wird, Sie werden mutigen Schrittes diesen Weg gehen. Diesen Weg zur Geborgenheit, zum Frieden. Es ist Ihr Lebensweg. Es ist Ihr Weg, auf dem Gott Sie begleitet. Verneigen Sie sich in dieser Gewissheit vor Ihrer Zukunft.
bereitet dem Herrn den Weg. Egal ob Irrweg, Umweg, Ausweg oder neuer Weg. Es ist euer Weg. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Fest. Gehen Sie in Freude auf dieses Weihnachtsfest zu. Danke und auf Wiedersehen.